So, oh Mann, das war eine Zeit. 2009, 2010. 0 zu 12 Bilanz. Ja, hallo. Ich kann euch sagen, das war keine schöne Zeit damals vor 10 Jahren. Mein Saisonstart in der Bezirksliga in Berlin 0 zu 12. Katastrophaler Saisonstart und ich dachte mir mal, ich möchte ein bisschen darüber reden, wie man einen nach einem misslungenen Saisonstart mit vielen schlechten Spielen und auch verlorenen Spielen wieder in die Spur findet und habe da einiges parat, was ich mit euch teilen möchte. Lasst uns starten. Die ersten Saisonspiele sind, denke ich mal, für alle vorbei, die in einer Mannschaft spielen. Ich schätze mal, bei Erscheinen des Videos haben so alle vier, fünf, sechs Spiele schon gemacht in der Saison. Und einige stehen sehr gut da. Ich bin auch selber relativ zufrieden mit meiner Bilanz, kann ich sagen. Andere so, sind im Durchschnitt unterwegs und manche sind wahrscheinlich überhaupt nicht zufrieden und verstehen vielleicht auch die Welt nicht mehr. Wie kann das sein, dass ich so schlecht dastehe? Vorneweg sei gesagt, ihr seid nicht alleine, so geht es auch vielen, vielen Spielern, dass ein Saisonstart nicht so gut gelungen ist. Und einige, mir ist das relativ egal, Hauptsache es macht noch Spaß und so weiter. Aber einige von euch, und dazu zähle ich mich auch, wir wollen natürlich auch gewinnen, ne? Wir wollen gewinnen und die Saison erfolgreich gestalten. Schließlich investieren wir auch ins Training, um diesen maximalen Erfolg zu erreichen. Trotzdem, auch wenn man viel investiert, gelingt es nicht immer. Und ich habe mir mal so vier Sachen überlegt, die ganz gut funktionieren, je nachdem, was man für ein Charakter ist, um eine Saison wieder ins Positive zu bringen. Tipp 1. Geh zum Training, egal wann. Achte nicht auf irgendeinen Trainingsplan, ja, mal was ganz anderes. Und trainiere das, worauf du Bock hast. Hast du Bock darauf, einfach nur Wettkämpfe zu spielen? Mach das. Hast du Bock, deine Lieblingsübung zu spielen? Das mach das bitte auch. Denn es bringt nicht immer ganz genau zu gucken, ah, heute ist Montag, heute ist Beinarbeitstraining, ah, heute ist meine letzte Einheit vor dem Wettkampf, oh, hier muss ich heute unbedingt Aufschlag, Rückschlag unregelmäßig machen. Wenn das ein absoluter Krampf ist und man gar nicht hineinkommt, vielleicht auch überfordert ist mit dieser Übung. Es hilft sehr, sehr viel, mit einem guten Gefühl in die Wettkämpfe zu gehen. Und deswegen empfehle ich das mal, wirklich das zu machen, worauf du Bock hast. Ich habe wirklich Bock, wenn gar nichts geht. Ich gehe sofort wieder ins Regelmäßige in die Beinarbeit. Kombiniert Rückhand, Vorhand. Zum Beispiel Rückhand, Mitte, Rückhand, Vorhand. Und spiele wirklich 10, 12 Minuten, bis ich nicht mehr kann. Und fühle mich einfach gut. Ich schwitze, habe was getan, viele gute Bälle gespielt. Und komme so wieder in die Saison rein. Das wäre mein erster Tipp. Genieß das Training und mach das, worauf du Bock hast. Die zweite Sache ist, du musst mehr trainieren. Es gibt natürlich auch Fälle, die einfach zu wenig tun oder denken, es wird jetzt schon wie ein Selbstläufer, weil die Jahre davor auch sehr, sehr gut liefen und der Saisonstart wurde verpatzt. Und dann heißt es einfach mal, geh in die Halle, beweg deinen Allerwertesten dahin und tu was für deine Form und arbeite an der Beinarbeit, Aufschlag, Rückschlag. Und alles, was zum Tischtennis dazugehört. Auch sehr empfehlenswert, gerade wenn man Schwächen im fünften Satz hat. Geh einmal die Woche raus zu Hause, nach der Arbeit, nach der Schule und jogg 15, 20 Minuten. Tu was für deine Kondi. Im Idealfall machst du auch noch Steigerungstraining, Steigerungsläufe oder Intervall. Schnell laufen, langsam laufen, schnell laufen. Wenn du da mal einen Tipp brauchst, kannst du dich gerne an uns wenden. Aber ohne Fleiß kein Preis. Tipp Nummer 3, in der Ruhe liegt die Kraft. Wie schon am Anfang gesagt, ich bin auch mal vor einigen Jahren mit einer 0 zu 12 Bilanz gestartet. Ich war da länger krank, hatte mit einer schweren Lungenentzündung zu kämpfen und da kam alles zusammen. Ich konnte nicht trainieren, weil ich kaum Luft bekam und so waren auch die Wettkämpfe. Ich konnte irgendwann nicht mehr und verlor all meine Spiele und das war sehr ernüchternd. Meine Reaktion war darauf, ich wollte unbedingt wieder ein Spiel gewinnen und bin trotzdem immer weiter in die Halle gegangen, trotz Arbeit, dass ich mich schon erschöpfte damals. Trainierte, trainierte und mein Körper machte 0,0 Fortschritte. Eher, es war nicht produktiv und ich hatte sogar Rückschritte. Wurde immer unfitter und
erkältete mich immer wieder bis zu diesem Punkt und es ging nichts mehr. Glücklicherweise, damals, ich war halt süchtig auf Tischtennis, selbst hätte ich keine Pause gemacht, kamen die Herbstferien, die wir auch gerade wieder hinter uns liegen, und ich war verreist. Ich war in den Bergen, war wandern, frische Luft schnappen und kam zur Ruhe. Ich wurde wieder gesund und das war ganz, ganz wichtig. Denn ich konnte mich im Kopf entspannen. Ich hatte ein bisschen Abstand vom Tischtennis. Ich hatte wieder einen ausgeglichenen Tag und kam zurück, war fit, hatte Bock auf Tischtennis. Die Form zog an, die Fitness zog an. Alles wendete sich zum Positiven und die Bilanz in der restlichen Hinrunde, habe ich gerade mal geguckt, war 6:2. Und von einem 0:12 auf ein 6:2 ist schon eine Menge wert. Also, wenn es mal wirklich nicht läuft, man krank ist und kommt zur Ruhe, Tischtennis ist nicht das Wichtigste und findet zu euch selber. Kommen wir zum letzten Tipp und das ist die Mannschaft. Die Mannschaft ist der Rückhalt. Wozu gibt es einen Mannschaftswettbewerb? Sicherlich nicht nur, um deinen TTR-Wert zu verbessern. Wenn das so ist und du nur für deinen TTR spielst, dann tu uns bitte den Gefallen und geh aus dieser Mannschaft raus. Denn das ist nicht der Grundgedanke eines Mannschaftswettbewerbs, sondern man spielt miteinander, füreinander, um den Aufstieg, um den Klassenerhalt. Man gewinnt zusammen, man verliert zusammen. Und das sollten alle beachten. Ich sage immer so schön, ein Mannschaftswettbewerb, da hält man als Mannschaft zusammen, in guten wie in schlechten Zeiten, so wie in einer Ehe. Und bitte denkt mal darüber nach und seid für eure Mannschaftskollegen da, weil dann ist es auch viel, viel leichter, dass sie für euch da sind. Und dann in schlechten Zeiten bekommt ihr die nötige Unterstützung von euren 3, 4 oder 5 Mannschaftskollegen. Und das ist wirklich Gold wert. So, dann Smartphone wegpacken. Warte, ich muss mal kurz eine WhatsApp schreiben. Nein, im Ernst. Smartphone weg, Hände hoch, anfeuern. Die Mannschaft, jeder Spieler ist wichtig. Frage an euch, habt ihr noch gute Tipps, um einen schlechten Saisonstart vergessen zu machen und ins Positive umzukehren? Schreibt es auch bitte in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat, bitte gebt uns ein Like und bis bald. Euer Let's Play Table Tennis Team sagt ciao. Schon wieder eine Absage in meiner Mannschaft. Ah, gehen lieber Party machen. Nein, du gehst keine Party machen. Du bist Sonntag in der Halle.